Ja, Sven Ola, erzähl mal, was ist denn passiert mit dem Gitter, mit dem neuen Gitter, mit dem neuen Tor? Ich finde das nicht gut, dass sie mich so aufzieht. Ich bin nicht die einzige Trolline hier auf dem Hof. Ich habe das Gitter aufgemacht, habe telefoniert und durch die Schwerkraft ist es dann halt rübergeschwenkt. Und ich habe dann halt telefoniert und woanders hingeguckt und durch die Schwerkraft ist es dann... Was denn? Du hast schon die Schwerkraft zur Erde. Ja, und die Schwerkraft zieht das vom Neigungswinkel her nach unten und somit schwenkt es. Einfach nur so. Schief. Nee, so auf jeden Fall ist es dann zurück in meinen Schwenkbereich gekommen und hat dann den Radlader touchiert und ich habe halt nicht hingeguckt, weil Jenny nackig im Garten stand und ich habe telefoniert dabei. Habe ich ja Verbot, darf ich ja nicht. Wir haben ja Campers hier. So, jetzt hier, Achtung, nee, Physik, Schwenkbereich. War er dabei, als er dann so rumgelaufen ist mit dem Käppchen? Nee, ne? Da hat mein Mann Marie die Sport getrieben. Hier, guck, Schwenkbereich. Guck dir das mal an. Ja, Sven, das ist bei dem Tor auch so. Guck dir das mal an. Ja, das ist aber nicht die... Pass auf, und jetzt, zack, da schwenkt zurück. Ja, und natürlich. Wenn du denn gerade mit dem Radlader da fährst und telefonierst und deine Frau nackig im Garten ist... Ja, natürlich, Sven. Einfach nicht telefonieren in solchen Momenten. Darum so volle Leute gehen. So, jetzt hier mal, zack. Wir müssen heute unsere Rinder umweiden. Die Gitter müssen wir jetzt hier aufstellen für den Übergang praktisch. Weil bei der Zaunplanung haben wir und der Zaunplaner natürlich nicht dran gedacht, dass man ja einfach auch die vorhandenen Gitter nach außen hätte schrauben können, sodass man hier automatisch einen Übertrieb hat. Bisschen falsch geplant, aber... Die Elbphilharmonie wurde auch falsch geplant, also, und das war wesentlich teurer. Das geht dann mal eben dazustellen, dass der Weg zu ist. Ich habe heute ein bisschen Zeitdruck, weil ich heute noch wegfahren möchte. Ich treffe mich einmal im Jahr mit, jetzt werden wahrscheinlich irgendwie alle lachen, mit meiner Gilde. Ich habe früher ganz viel World of Warcraft gespielt. Hier spiele ich eigentlich nur noch Diablo, aber wir treffen uns einmal im Jahr. Und habe die auch zu meinem 40. Geburtstag eingeladen. Einer war auch schon auf unserer Hochzeit. Ja, ist schon. Guck mal, wir treffen uns schon seit, ziemlich, glaube ich, 23 oder 24 bin, also schon ziemlich lange. Genau, das muss sein. Ja, ich habe jetzt hier nur ein Tüdelband, ne? Also ich habe da schon Respekt vor und auch ein bisschen. Gerade bei den Bullen da, die bleiben ja auch echt stehen. Da manchmal, ich will nicht sagen in die Hose, aber schon, ja, kriegt ja schon ein bisschen Muffensausen. Manche Kühe kennen das hier rüber zu gehen oder manche Rinder kennen das eben noch nicht. Ne? Also die Kälber, zwei davon kennen es noch nicht. Und dann sind auch noch ein paar, die sind ja aus dem Stall rausgekommen, gleich hier auf die Wiese und waren noch gar nicht da. Die muss man wahrscheinlich ein bisschen nachtreiben. Die nächsten Kälbchen kommen im Oktober, November kommen die nächsten Kälber. Jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe. So, kommt ihr mit? Komm mit, komm! Weil normal, wenn man das Tor aufmacht, dann gehen die eigentlich schon von alleine. Aber hier mit noch ein paar anderen Leuten ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Jenny, du musst ein bisschen mitgehen. Ja, komm. Na komm. Na komm. Na komm. Komm, rüber da. Geh mal richtig rein, komm. Geh mal richtig rein. So ist gut. Es lief super. Und ich finde es immer schön, wenn die so am Anfang zu springen und so.
Ist natürlich in dem Sinne ja eine Mutterkuhhaltung, natürlich. Ob man es so weitermacht, mal gucken. Bis jetzt hat alles gut funktioniert, auch die Kalbung und dass die Kälber immer genügend getrunken haben und dass sie gesund geblieben sind. Bis jetzt hat es sehr gut funktioniert. Na, jetzt müssen wir noch Wasser da hinbringen und einen neuen Leckstein hinstellen. Ja, dann gib mir schon mal das Messer, dann mach das in der Zeit schon mal alles. Wieso, du hast auch Knoten, wir machen die mal wieder aufbekommen, oder? Nee. Du musst aber aufpassen beim Messer. Du weißt, wir sind auf dem Hof Johansson, da ist nichts heil. Also erst erstmal meine Hose natürlich. Und zweitens musst du hier ein bisschen aufpassen, wenn du zu doll drauf drückst, dann klappt das um. Kauf dir mal ein ordentliches Messer. Also es gibt Sachen. So, weiter geht's nicht. Ist das wie ein Werbegeschenk oder was? Ja. Oh, ey, nee. Weißt du, du brauchst immer ein ordentliches Werkzeug. Ich schenke meinem Mann zu Weihnachten, glaube ich, mal ein ordentliches Messer. Das ist doch nicht sein Ernst. Ja, viele denken irgendwie, dass nur wenn Rinder auf der Weide sind, dass es Bio ist. Das ist nicht so ganz richtig. Also unsere Rinder waren ja schon vor auf der Weide. Das Einzige, was jetzt ist, sie können halt komplett frei darüber verfügen. Ne? Also es gibt jetzt keine Uhrzeit, wo sie jetzt in den Stall müssen und Abmarsch geht zum Melken. Aber ansonsten, was jetzt den Weidegang betrifft, hat sich bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, nichts geändert. Das Einzige, was sie jetzt geändert hat, da ja unser Heu weg ist, gibt es jetzt halt wieder Silage. Also die Fütterung ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber das hat nichts mit Bio zu tun. Ja. Habe ich euch schon meinen Lieblingsbullen eigentlich gezeigt? Geht da gerade, da hinten der braune. Der ist so, also ich finde ihn ja tuffig, ne? Der ist klein und versucht dann immer auch auf die großen weiblichen Rinder hoch zu hopsen. Das ist immer ganz süß. Sesam, öffne dich! Bitte. Brauchst du gleich Hilfe? Bitte? Brauchst du Hilfe? Normal nicht. Okay. Hier haben sie mir bei der letzten Beweidung, haben sie mir hier den Wasserwagen mehr oder weniger zerschossen, dann das Stützrad abgebrochen, weil die daran so rumgewraggelt haben. Das muss ich dann noch mal wieder reparieren, wenn ich mal in der Halle wieder Strom habe und mal wieder schweißen kann. Brauchst du wirklich keine Hilfe, Schatzi? Nee. Komm mal so unnütz gerade vor. Dann seh gut aus. Oh, nö, Schatz, bitte. Was soll das immer? Da brauchst du dich nicht mal anstrengen bei. Ja, dann kann ich auch woanders arbeiten gehen. Nö! Ich verstehe davon auch nichts, was sie da mit ihren Gildenfreunden macht. Keine Ahnung. Ich spiele das nicht. Ich habe das auch noch nie verstanden. Ich habe das damals zum ersten Mal gesehen, wo ich sie kennengelernt habe und habe gedacht, was ist denn hier jetzt los? Und ja, aber soll sie machen. Jeder hat seinen Tick. Braucht genau 25 Minuten. Wir haben aktuell noch keine Masttiere verkauft von uns, weil die erstens noch nicht fett genug sind. Und was ist das? Achso. Kannst du mal eben rangehen? Ich rufe gleich zurück. Und zweitens, was wollte ich jetzt sagen? Zweitens sind die Preise auch gerade sehr bescheiden. Und wir werden die ersten irgendwann November, Dezember werden die ersten hier vom Hof gehen. Ich würde mich jetzt ausklinken. Brauchst du mich ja nicht mehr. Wo sind die Scheidungspapiere? Zumindest jetzt ich brauche dich nicht mehr. So, ja. Ja? Ja, dann los. Ja. Was? Hilfst du mir denn gleich noch beim Holz oder nicht? Wie? Dann geht's doch schneller. Oh. Du sagst immer, viele Hände stehen das Ende. Das sage ich überhaupt nicht. Den Spruch habe ich von dir. Nein, den hast du von der Feuerwehr. Ich bin ja gar nicht bei der Feuerwehr. Ja, aber trotzdem hast du den. Du bist bei der Feuerwehr. Ja, aber ich hab den noch nie gesagt. Noch nie. Doch. Nee, du kannst bestimmt zustimmen, dass du den schon öfter gesagt hast. Darfst ruhig mit anfassen.
Ja, ich Ja, wie, was? Ja, eigentlich schon. Nur weil du jetzt hier Schickimicki-Anzug anhast? Tatsächlich, hol dir Handschuhe. Jeder bringt was mit zum Gildentreffen. Und Jenny bringt das Teuerste mit, nämlich und Feuerholz. Ich bring Feuerholz mit. Ich finde an Jenny persönlich eigentlich alles schick. Die können auch einen gelben Sack tragen. Da bin ich, also ich finde alles gut. Ich finde alles gut. Ja, also wenn, außer wenn zu viele so mit Schmetterlingen und Elfen und so. Das muss nicht sein. Dann trage ich den Schmetterling und Elfen noch. Das macht jetzt unsere Tochter. Ja, das ist auch so eine Sache. Naja, er sieht ja auch gut aus in Latzhosen, aber es müssen dann die ordentlichen Latzhosen sein, das ordentliche Hemd und nicht das, was, also das, was aufgerissen anhabe und kaputt ist und du die Unterhose siehst und so. Sieht man nicht. Sieht ja auch mal ganz nett aus, aber und auch mal rasiert und so ein bisschen. So, ich sag tschüss. Tschüss. Nicht wundern, ich fahre noch mal einmal kurz ins Haus. Ich wundere mich über dich. So, wollt ihr auch ein Bier, oder? Wie steht ihr denn zu Biofleisch? Seid ihr bereit, dafür mehr Geld auszugeben? Wie findet ihr die Haltungsform? Ist euch das wichtig? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben.